dunkle Wolken und starker Regen. In den eigenen vier Wänden kann mir dieses Wetter nichts anhaben. Das gilt nur, solange alles gut läuft. Denn sintflutartige Regenfälle stellen eine große Herausforderung für alle Entwässerungsanlagen dar. Die gewaltigen Wassermassen können manchmal nicht schnell genug abgeleitet werden und innerhalb kurzer Zeit steigt der Wasserspiegel im Hauptkanal an, unter Umständen bis zur Straßenoberkante. Auf dem Grundstück kann sich das Regenwasser oberflächlich ansammeln und beispielsweise durch Lichtschächte und Kellerabgänge ins Gebäude gelangen. Bei schadhaften oder undichten Grundleitungen kann das Wasser auch durch den Boden in Richtung des Gebäudes gedrückt werden. Die Folge sind häufig feuchte Bodenplatten und Kellerwände. Immer wieder führen solche extremen Regenereignisse zu Schäden auf privaten Grundstücken. Diese Schäden müssen nicht sein, denn die geeignete Technik, um sich zu schützen, ist vorhanden. Doch wie kann es überhaupt dazu kommen? Starkregenereignisse oder auch andere unvorhersehbare Situationen, zum Beispiel Verstopfungen im Kanal oder gar in der eigenen Grundstücksentwässerungsleitung, können jederzeit einen Rückstau auslösen. Der starke Anstieg des Wasserspiegels im Hauptkanal bewirkt einen gleichzeitigen Anstieg des Wasserspiegels in allen angeschlossenen Schächten und Leitungen, auch den Grundleitungen auf dem privaten Grundstück. Im Extremfall kann der Wasserpegel im Kanalnetz dann bis zur sogenannten Rückstauebene ansteigen. Diese entspricht meist der Höhe der Straßenoberkante. Ohne eine wirksame Sicherung gegen Rückstau kann das gesamte Regenwasser und Abwasser durch sämtliche Abläufe unterhalb dieser Ebene austreten. Dies betrifft Bodenabläufe, Abläufe von Waschmaschinen, Waschbecken, Duschen oder WC-Anlagen. Innerhalb weniger Minuten füllen sich die Kellerräume so mit Abwasser. Hohe Schäden am Gebäude und am Hausrat sind die Folge. Die örtliche Entwässerungssatzung fordert eine Grundstücksentwässerungsanlage, welche den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Hierzu zählt auch ein wirksamer Rückstauschutz für jeden Entwässerungsgegenstand unterhalb der Rückstauebene. Die Wahl der richtigen Rückstausicherung ist vor allem von der Nutzung der Räumlichkeiten abhängig. Kellerräume werden häufig als Ergänzung des Wohnbereiches genutzt, sei es als Abstellkammer, Kellerraum mit Waschmaschine oder als zusätzlicher Wohnraum. Für solche Wohnräume mit Sanitäreinrichtungen oder Küchen unterhalb der Rückstauebene ist generell nur ein Rückstauschutz durch eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage zulässig. Abwasserhebeanlagen sind automatisch arbeitende Pumpen, die das anfallende Abwasser über eine Rohrschleife über die Rückstauebene befördern. Diese Schleife sorgt dafür, dass das Abwasser aus dem Kanal nicht zurück ins Haus gelangen kann. Abwasserhebeanlagen bieten nicht nur den größtmöglichen Schutz, sie haben zusätzlich den Vorteil, dass die angeschlossenen Entwässerungsgegenstände auch im Rückstaufall weiter genutzt werden können. Für Räume mit untergeordneter Nutzung, in denen nur fäkalienfreies Abwasser anfällt, können auch einfachere Rückstausicherungseinrichtungen zum Einsatz kommen, beispielsweise Rückstauverschlüsse. Ein Rückstauverschluss besteht meist aus einem Rohrstück mit zwei Verschlussklappen, die sich im Falle eines Rückstaus aus dem Kanal vollautomatisch schließen. In diesem Betriebszustand können allerdings die angeschlossenen Entwässerungsgegenstände nicht mehr genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, jede einzelne Ablaufstelle separat durch mehrere dezentral eingebaute Rückstauverschlüsse zu sichern. Hierfür gibt es spezielle Ausführungen, sowohl für Kellerabläufe als auch für Siphonverschlüsse, für Duschen oder Waschbecken. Wenn Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene selten oder gar nicht genutzt werden, ist es eine Überlegung wert, diese ganz zu entfernen. Werden die alten Kanalöffnungen fachgerecht abgedichtet, ist die Gefährdung auf diese Weise kostengünstig beseitigt.
Unabhängig davon, welche Art einer Rückstausicherung zum Einsatz kommt, sind ein paar entscheidende Punkte zu berücksichtigen. Es ist besonders wichtig, dass keine oberhalb der Rückstauebene installierten Entwässerungsgegenstände an die Rückstausicherungseinrichtung angeschlossen werden. Leitungen aus der Dachflächenentwässerung und aus den Obergeschossen müssen jederzeit ungehindert abfließen können. Alle installierten Anlagen müssen regelmäßig gepflegt und gewartet werden, damit für den Fall der Fälle die Funktionsfähigkeit gesichert ist. Nach einem Rückstauereignis kann man häufig ein schlagartiges Absinken des Wasserspiegels in einem ungeschützten Keller beobachten. Dieser Effekt beruht auf dem großen Volumenunterschied zwischen dem Straßenkanalnetz und den Hausanschlussleitungen. Bei einsetzendem Starkregen füllt sich das Kanalnetz in dem Niederschlagsbereich stetig. Wird bei anhaltendem Regen das große Volumen des Straßenkanals erreicht, füllen sich die Schächte manchmal innerhalb Minutenbruchteilen bis zur Straßenoberkante. Wenn der Regen nachlässt, sinkt der Wasserstand so, wie er gestiegen ist. In den Anschlussleitungen sinkt der Wasserspiegel wieder schnell. Weil dann auch im Keller das Wasser sehr schnell abfließt, entsteht der Eindruck eines gezogenen Stöpsels. Im Straßenkanal sinkt der Wasserspiegel wegen seines großen Volumens vergleichsweise langsam. Bei Starkregenereignissen kann sich das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser auch oberflächlich sammeln und anstauen. Insbesondere dann, wenn das Gelände ungünstig zum Gebäude hin abfällt, kann das Oberflächenwasser in Richtung Haus strömen. Durch Lichtschächte und Kellerfenster, aber auch außenliegende Treppenabgänge und Einfahrten kann das angestaute Regenwasser das Gebäude von außen überfluten. Lichtschächte können gesichert werden, indem eine erhöhte Umrandung das aufgestaute Wasser fernhält. Außenliegende Treppenabgänge können ebenfalls auf diese Art und Weise gesichert werden. Die Bodenabläufe im Kellerabgang sollten an eine Versickerung angeschlossen oder gegen Rückstau gesichert werden. Eine Überdachung in diesem Bereich kann diese Maßnahme weiter unterstützen. Für tiefer liegende Garagenzufahrten bietet sich an, durch eine Schwelle das Oberflächenwasser außerhalb vorbeizuleiten. Auch hier ist an die Entwässerungsrinne zu denken. Für diese ist eine Versickerung oder ein Rückstauschutz notwendig. Der Aufwand und die Investitionskosten sind verhältnismäßig gering gegenüber dem enormen Nutzen, den eine Rückstausicherung im Ernstfall bietet. Sicherheit vor Wasser aus dem Kanal. Auch gegenüber Flutung durch Oberflächenwasser lohnt es sich, das Risiko zu begrenzen. Eine Begutachtung gibt hier erste Anhaltspunkte. Auch wenn Sie bisher glücklicherweise von Überflutungen verschont geblieben sind, prüfen Sie so bald wie möglich, ob Ihr Gebäude ausreichend geschützt ist, damit das nächste Unwetter keine unangenehme Überraschung mit sich bringt. Jedes Haus ist anders. Lassen Sie sich in jedem Fall von einem Fachmann individuell vor Ort beraten. Dann sind Sie gegen Rückstau auf der sicheren Seite.